Dann möchte ich auch gleich beginnen und Ihnen unseren nächsten Referenten, Herrn Gerald Kirchner, vorstellen. Er ist Leiter des Fachbereichs angewandter Strahlenschutz im Deutschen Bundesamt für Strahlenschutz und uns berichtet er über den Reaktorunfall von Fukushima und stellt hier die Frage nach Dosis und Dosisleistung. Bitte schön. Vielleicht ganz kurz, auch einfach für die Logik des heutigen Nachmittags. Ich habe mich mit Herrn Ditto, der nach mir auf dem Programm gesteht, dass wir uns so aufteilen, so sagen, dass ich mich in meiner Präsentation in den nächsten 20 bis 25 Minuten im Wesentlichen sagen, auf Japan konzentriere und was nuklearen Katastrophenschutz angeht, nur sozusagen über die Grundlagen so weit Sie informiere, wie dies zum Verständnis der Ereignisse in Japan logisch erforderlich ist. Und dass Herr Ditto sozusagen Ihnen all die Informationen, wie dies in der Praxis von der Planung her insbesondere aussieht, die auch spezifisch für Österreich sind, sozusagen Ihnen dann in seinem Vortrag darstellt. Ja, ganz kurz. Ich möchte ganz kurz nochmal zurückgehen auf den Vormittag zum Unfallablauf und zwar jetzt nur so weit und spezifisch mit Hinblick auf das, sozusagen, was wir uns nochmal gemeinsam ins Gedächtnis zurückrufen müssen, sozusagen unter Katastrophenschutzgesichtspunkten. Das war zunächst einmal das Ausgangsereignis, natürlich das Erdbeben, gefolgt dann eine knappe Stunde später von dem massiven Tsunami. Als Folge des Ausfalls der Stromversorgung wurde, wie dieses in der japanischen Gesetzgebung vorgesehen ist, direkt nach dem Tsunami der sogenannte nukleare Notstand ausgerufen. Und zwar gibt es in Japan zwei verschiedene Stufen. Zunächst auf die Stufe 1, der niedrigeren Stufe 1, nämlich genau typischerweise für diese Situation ein Kernkraftwerk befindet sich in einem Zustand ohne ausreichende Energie-Eigenstromversorgung. Dieses ist dann knapp 4 Stunden später, als klar war, die Stromversorgung ist nicht wiederherstellbar und dass dann die Situation auftrat, wie Ihnen heute Morgen dargestellt worden ist, dass auch die Not- und Nachkühlsysteme, die Kühlung des Kerns, mindestens in einem der Reaktor problematisch wurde, ist dieses dann hochgestuft worden auf die Stufe 2 nach der japanischen Regelwerk. Nämlich Stufe 2 bedeutet, es können massive Freisetzungen radioaktive Stoffe in die Umgebung nicht ausgeschlossen werden. Entscheidend war dann am darauf folgenden Tag, am 12.03., die Explosion Block 1, die dann mehrere Tage später, knapp 3 Tage später, dann gefolgt worden ist von der Explosion in Block 3 und nochmals einen knappen Tag später dann von den Explosionen in Block 2 und in Block 4. Sie sehen, ich habe hier Block 2 besonders hervorgehoben. Der Grund ist der, dass wir zwar einerseits vom äußeren Zustand, Sie kennen ja sicher diese und ähnliche Bilder, vom äußeren Zustand der 4 betroffenen Anlagen, sozusagen, wir haben ganz links am Bildrand Block 1, dann ein Block, der noch relativ gut aussieht, das ist Block 2, äußerlich am wenigsten zerstört, wenn Sie es insbesondere in Kontrast nehmen zu dem in der Bildmitte folgenden Block 4, aber alle Messdaten und Unfallanalysen deuten konsistent darauf hin, dass mit Abstand die größten Emissionen aus diesem äußerlich relativ unversehrten Block 2 stammen, nämlich deshalb, weil dort das Containment, also der Abschluss der Stoffe von der Biosphäre sozusagen durch den Ort der Explosion am stärksten beeinträchtigt wurde. Um Ihnen jetzt darzustellen zu können, die Maßnahmen nuklearen Katastrophenschutz, möchte ich zunächst einen kleinen Exkurs anschließen, nämlich zu der Frage, was wissen wir, was müssen wir beachten in einer solchen Situation bezüglich des Strahlenschutzes der Wirkung radioaktiver Stoffe. Hier gibt es zwei ganz unterschiedliche
Wirkungsmechanismen. Das ist zunächst einmal das, was im Strahlenschutz als deterministische Wirkung bezeichnet wird. Dieses Tritt ist ein Fall, der nur bei hohen Strahlendosen auftritt. Und zwar immer dann, wenn die Strahlendosen so hoch sind, dass so viele Zellen des menschlichen Körpers geschädigt oder abgetötet worden sind, dass Gewebe oder Organe beginnen, ihre Funktion zu versagen. Das ist das, was wir auch kennen als akute Strahlenkrankheit. Die Schwere dieser strahlenbedingten Erkrankung, Symptome hängen dann natürlich von der Intensität, das heißt von der Höhe der Strahlendosis ab. Aber nicht mehr die Wahrscheinlichkeit des Auftretens. Dieses kann dann dazu führen, sozusagen, dass dann die Strahlendosen so hoch werden, dass dieses auch letal ist. Völlig ein anderer Mechanismus da liegt vor, wenn bei niedrigen Dosen dann, wenn nur einzelne Zellen beschädigt werden, diese aber geschädigt sich weiter teilen können und dann gegebenenfalls durch geänderte Erbinformationen dann in der Folge später, typische Latenzzeiten zwischen 10 und 15 Jahren, zu einer Krebserkrankung führen können. Hier ist der Schaden immer determiniert, nämlich die sagen häufig dann auch im Endeffekt letale Krebserkrankung, aber die Wahrscheinlichkeit des Eintretens dieses Schadens hängt jetzt von der Dosis ab. Im nuklearen Katastrophenschutz muss man damit rechnen, dass unfallbedingt massive Freisetzung radioaktiver Stoffe auftreten oder schon aufgetreten sind. Das heißt, die Ziele, die man sich dann noch setzen kann, sind sehr, sagen wir, bescheiden angesichts des möglichen Schadenpotenzials und sind ganz einfach zusammenzufassen in zwei Zielen. Erstens, deterministische Schäden, also direkte, möglicherweise auch letale Folgen durch hohe Strahlenexposition, möglichst alles unternehmen, was noch möglich ist, um dies zu vermeiden. Zweitens, das Risiko für langfristige Krebserkrankungen, also für stochastische Schäden, möglichst, soweit es geht, zu reduzieren. Dieses setzt sich dann in Regelungen für Eingreifrichtwerte um. Ich habe Ihnen hier eine Tabelle mitgebracht der Regelungen in Deutschland. Die Maßnahmen, mir geht es jetzt weniger um die Zahlen, die dort stehen, als mögliche Eingreifrichtwerte, sondern mir geht es mehr darum, wenn Sie sich anschauen, wo Sie sagen, die möglichen Maßnahmen, die wir zur Verfügung haben in einer solchen Situation, schnurren ganz schnell zusammen. Es verbleibt erstens, wenn man die Prognosen dahingehend, dass die Dosen nicht exzessiv hoch werden, verbleiben im Haus, bis die vorgestellte kurzfristige Emission, man sagt dann häufig radioaktive Wolke, über die bewohnte Region hinweggezogen ist. Zweitens, Einnahme von Jodtabletten, um die Schilddrüse, die Jodaufnahmen des radioaktiven Jods in der Schild und die Speicherung zu reduzieren. Dies aber eine Maßnahme, die muss durchgeführt sein, vor den Emissionen, weil sie sonst nicht mehr wirkungslos ist oder eher sogar nachteilige Wirkungen hat. Drittens, bei höheren Strahlenbelastungen bleibt nur noch Evakuierung möglich und dann entweder kurzfristig oder zeitlich begrenzt oder aber, Stichwort Tschernobyl, direkte 30-Kilometer-Zone dann auch langfristig Bevölkerung aus diesen Gebieten zu evakuieren. Was bedeutet das jetzt konzeptionell auf der praktischen Ebene? Wir unterscheiden drei Phasen. Die Vorfreisetzungsphase ist eigentlich die entscheidende Phase. So sage ich, hier müssen wir Prognosen, möglichst gute Prognosen bekommen oder zutreffende Prognosen erarbeiten über den Unfallablauf. Hier sind wir natürlich, das nimmt die Diskussion vor Mittagessen wieder auf, natürlich auch auf Informationen der Betreiber angewiesen. Prognosen des Unfallablaufs und des Quellterms, das heißt der Höhe und zeitlichen Dauer möglicher Emissionen.
Aufgrund dieser Daten ist es vor der Freisetzung der Radionuklide erforderlich, Prognosen mit atmosphärischen Modellen, so wie Frau Seibert sie Ihnen vorgestellt hat, zu erstellen, um mögliche Auswirkungen abschätzen zu können und dann zu entscheiden, beispielsweise über die Einnahme von Jodtabletten, über mögliche Evakuierungen. Und genau diese Maßnahmen müssen alle vor der Freisetzung durchgeführt sein. Wir dürfen nicht in eine Situation kommen, wo wir Leute evakuieren, sozusagen praktisch dann durch das Strahlungsfeld hindurch, weil schon massive Emissionen in die Atmosphäre aufgetreten sind. Das heißt, die Vorfreisetzungsphase ist eigentlich die Phase, die für uns im Katastrophenschutz sozusagen das absolut Entscheidende ist. Die Freisetzungsphase, dann bis dahin muss alles schon durchgeführt worden sein, was wir an Maßnahmen dann noch möglich haben. Die Nachfreisetzungsphase schließt sich dann an Messungen, Einschränkungen, Verzehrgebote, Überwachung von Lebensmitteln, Überwachung von Kontamination, möglicherweise auch Dekontamination. Das möchte ich im Folgenden völlig außer Acht lassen, sozusagen möchte mich auf die Situation in den ersten 2 Wochen in Japan konzentrieren. Ja, wieder das Beispiel deutsche Regelungen, aber das ist sozusagen international alles sehr ähnlich. Sie werden das gleich in Japan auch wiederfinden, sozusagen. Wir gehen davon aus in Deutschland, dass Evakuierung nur erforderlich sein wird in den innersten 10 Kilometern um die Anlage herum. Wir gehen davon aus, dass Jodtablettenvereinnahme verbleiben im Haus als mögliche Empfehlung plus die Einnahme von Jodtabletten an Erwachsene begrenzt ist auf einen Radius von 25 Kilometer um die Anlage herum. Als eine Konsequenz des Tschernobyl-Unfalls ist in Deutschland die Planung so weit erweitert worden, dass auch in bis 100 Kilometer Entfernung an Kinder und Schwangere auch Jodtabletten verteilt werden sollen in einem solchen Falle. Wenn Sie diese Planung, Grundsätzeplanung nehmen, sozusagen, wie spiegelt sich dann, wie bildet sich dann sozusagen die Situation und Realität in Fukushima ab? Und zwar, ich möchte es unter 2 Aspekten Ihnen im Folgenden zusammengefasst darstellen, nämlich zum einen, welche Informationsbasis haben die zuständigen Behörden in Japan selbst gehabt? Und dies war ja nach kurzer Zeit, hat der Ministerpräsident mit seinem Kabinett ja sämtliche Entscheidungen an sich gezogen. Für die Entscheidung. Erstens und zweitens, welche Maßnahmen sind dann tatsächlich de facto empfohlen oder umgesetzt worden? Sie werden sehen, das sind auch nochmal 2 unterschiedliche Aspekte. Ja, zunächst einmal erste ganz massive Einschränkung. Es gab keinerlei Messdaten über die Freisetzung Radionuklide in der Atmosphäre. Sozusagen, weil die auf dem Anlagengelände, an den Anlagen, in den betroffenen Blöcken selbst vorhandenen Messeinrichtungen ausgefallen war, einfach weil sie alle genau die Stromversorgung brauchten, die ja am Anfang der Unfalleskalation, deren Verlust ja am Anfang der Unfalleskalation stattgefunden hat. Das heißt, die wesentliche Eingabeinformation, um über Prognosen durchführen zu können, stand in Fukushima während der heißen Phase nicht zur Verfügung. Das Zweite, sozusagen das Prognose-Entscheidungsmodell, was dann eine atmosphärische Ausbreitung, Simulation der Verdünnung in der Atmosphäre windrichtungsbedingt abhängig machen sollte, sozusagen dieses stand zur Verfügung, genauso wie ähnliche Programme bei uns in allen Staaten in Europa ebenfalls. Aber weil sie keine Informationen hatten über die tatsächlichen Emissionen, haben die Kollegen sozusagen 2 Dinge gemacht. Sie haben hilfsweise einfach mit 1 Becquerel pro Sekunde Emissionen als Standardwert gerechnet, um wenigstens die atmosphärische Ausbreitung und Verdünnung dann erfassen zu können. Das Zweite, was Sie gemacht haben, sind insgesamt 43 verschiedene Simulationen mit möglichen Emissionsraten, Quelltermen, die Sie aufgrund Ihrer Anlagenkenntnis, Ihres professionellen Hintergrundes für aufgrund der Informationen über das Unfallgeschehen für plausibel gehalten haben. Diese Daten sind Ergebnisse, sind sämtlich nicht
benutzt worden. Sie sind von dem dazu für zuständigen japanischen Expertengremium nicht an den Ministerpräsidenten, an die Entscheidungsgremien weitergeleitet worden, weil sie aufgrund der Tatsache, dass keine Vorortdaten zur Verfügung waren, sie diese Simulation per se für nicht glaubwürdig und nicht für eine Entscheidung hilfreich gehalten haben. Wie sowas aussehen kann, zeige ich Ihnen hier. Ich hatte ja schon gesagt, wir betreiben in Europa sämtliche Staaten ein ähnliches System. Diese sind die Daten und Informationen, die wir benutzt haben. Bei mir im Haus, nämlich genau das Gleiche gemacht wie die japanischen Kollegen. Wir haben gesagt, wir nehmen einen Becquerel pro Sekunde an. Wir haben über das Internet mittlerweile auch Zugang auf japanische Wetterdaten und Wetterprognosen, Windfelder gehabt, sodass wir genau solche Simulationen machen können. Ich habe Ihnen hier einen Tag um den 20. März rumgebracht, wo man einfach sieht, es war einer der wenigen Tage mit wechselnden Windrichtungen, die dann auch Aktivität landeinwärts getrieben haben. Mit anderen Worten, um das Ihnen ganz drastisch die Situation in Japan zu verdeutlichen, ich habe in 10.000 Kilometer Entfernung über diese Prognosen mehr Informationen gehabt, bessere Informationsgrundlage, um den deutschen Botschafter in Tokio und die in Deutschland befindlichen lebenden deutschen Staatsbürger zu informieren, ihnen Ratschläge zu geben, als der japanische Ministerpräsident gehabt hat, während der 2 Wochen der heißen Emissionsphase über Entscheidungen zu treffen, über die Evakuierung seines Staatsgebietes in der Umgebung von Fukushima. Das heißt, sämtliche Entscheidungen, die ich Ihnen jetzt im Folgenden darstelle, sind praktisch völlig im Blindflug getroffen worden. Die erste Entscheidung war direkt noch am Abend nach dem Ausrufen der Stufe 2 des nuklearen Notstands, war die Entscheidung, diese war auf Präfekturebene getroffen worden, die 2-Kilometer-Zone, um Fukushima zu evakuieren. Diese ist eine halbe Stunde später von der Bundesregierung, der japanischen Zentralregierung, überregelt worden. Mit der Entscheidung, 3-Kilometer-Zone zu evakuieren. Und zwar deshalb, weil in dem entsprechenden IAEA-Dokument 3 Kilometer und nicht 2 Kilometer stehen. Vor der geplanten Druckentlastung ist diese Empfehlung dann ausgeweitet worden auf die 10-Kilometer-Radius den Anlagenkomplex herum. Bitte erinnern Sie sich nochmals, genauso wie in Deutschland sind 10 Kilometer in Japan auch die Maximalgrenze dessen, was für eine Evakuierung in den Planungen vorgesehen ist. Nach der Explosion in Block 1 ist diese Evakuierungszone dann seitens der Regierung in Tokio auf 20 Kilometer Radius ausgeweitet worden. Nach den weiter folgenden Explosionen der Blöcke 2 bis 4 ist dann die Zone um die nächsten 10 Kilometer, also zwischen 20 und 30 Kilometer, dann von der Regierung Verbleiben im Haus empfohlen worden. Und 10 Tage später ist dann für diesen Bevölkerungskreis dann die Evakuierung angeordnet worden. Wenn Sie sich vorstellen, 10 Tage zwischen einer Empfehlung Verbleiben im Haus, ohne Lebensmittel, ohne weitere Informationen, ohne klare Vorstellung über die weitere Eskalation des Unfalls, ist ein solcher 10-Tage-Differenz ohne weitere Entscheidungen aus meiner Sicht absolut falsch gewesen. Ab dem 17. März lagen dann, und zwar einfach aufgrund der Wetterbedingungen der massiven Emissionen aus Block 2, Daten vor zur Umweltsituation. Aus denen ist dann mithilfe des Entscheidungshilfesystems
versucht worden, sozusagen genau durch inverse Rechnung, so wie es Frau Seibert heute Morgen dargestellt hat, nur nicht global, sondern auf die 50 Kilometer um die Anlage, um Fukushima herum versucht worden, die Emissionen und Ausbreitungssituation, Verbleib der emittierten radioaktiven Substanz zwischen 11. und 17. März zu rekonstruieren. Dieses hat aber noch eine Woche benötigt, bis dann eine Entscheidungsbasis oder bis die Ergebnisse vorlagen. Sie sehen sozusagen demnächst die ersten klaren Aussagen waren am 23.03., diese auch durchaus aus radiologisch gesehen brisante Ergebnisse hatten, nämlich dass anhand der Rückrechnung deutlich wurde, dass der in Japan sehr hohe Eingreifrichtwert für Jodprophylaxe sozusagen wahrscheinlich überschritten worden ist. Dieses war aber aufgehängt an drei Messwerten. Daraufhin haben die japanischen Regierung, also der Katastrophenstab beschlossen, drei Messwerte sind so wenig, dass dieses für sie keine hinreichende Evidenz ist, um tatsächlich von ausgehen zu müssen, dass tatsächlich dieser Wert von 100 Millisievert de facto wirklich überschritten ist, sodass auch hier sozusagen diese Ergebnisse nicht zu weiteren Handlungen geführt haben. Was immerhin gemacht worden ist, ist, dass dann ab dem 14.03. die Verteilung von Jodtabletten angeordnet worden ist, aber nur die Verteilung, nicht die Einnahme. Meines Wissens nach sind nur in einer einzigen größeren Ort Jodtabletten tatsächlich eingenommen worden, weil der dortige Bürgermeister das auf eigene Faust angeordnet hat. Abgesehen, wie gesagt, eigentlich schon längst zu spät. Dieses hat ihm eine massive Auseinandersetzung mit der Bezirkspräfektur eingeführt, mit der Bezirksregierung sozusagen. Ihm ist untersagt worden, diese Empfehlung aufrechtzuhalten, weil ja die Tokio, die Zentralregierung, dieses noch nicht angeordnet habe. Also Sie sehen, wie stark auch sozusagen, wie stark das ganze System ausgerichtet war auf die Entscheidung in Tokio des Ministerpräsidenten, der aber wie gesagt de facto kaum tatsächlich Informationen über die reale Lage hatte. Und die wenigen, die es gab, sozusagen, waren von seinen Experten als nicht glaubwürdig eingestuft worden. Die besten Daten, die wir kennen, habe ich Ihnen hier eine Zusammenstellung gegeben. Sie sehen sozusagen, dieses sind Dosis-Leistungsmessungen an verschiedenen Punkten direkt auf dem Gelände. Sozusagen, da hat es ein Auto gegeben, wo sie auch noch am Ende hatten sie nur noch für dieses ein Auto Benzin, wo sie damit rumgefahren sind, um Dosis-Leistungen zu messen. Sie sehen Spitzen, die bis hin zu 12 Millisievert pro Stunde gehen. Diejenigen von Ihnen, die ein bisschen Ahnung vom Strahlenschutz haben, sozusagen werden jetzt sofort ahnen, was das bedeutet. Dieses ist mehr als 50% des Jahresgrenzwertes für beruflich strahlenexponierte Personen sozusagen und das Zwölffache dessen, was der Jahresgrenzwert für die Bevölkerung ist. Und Sie sehen, wir können diese Emissionsspitzen, können wir auch zeitlich sozusagen den einzelnen in Explosionen oder sagen wir wesentlichen bestimmenden Ereignissen in dem Anlagenkomplex zuordnen, sowohl was die Explosionen angeht, als auch die durchgeführten mehr oder weniger erfolgreichen Druckentlastungen in den verschiedenen Blöcken 1 bis 3. Die besten Daten, die ersten Daten, in denen tatsächlich Informationen über die Verteilung der Aktivität, emittierten Aktivität in der Umwelt vorhanden waren, sind Ende März erst durch Hubschrauberflüge, die mit Messgeräten ausgesehen war, erstellt worden. Sie sehen hier die damals aus diesen Flügen erstellte erste Kontaminationskarte der Umgebung. Und Sie sehen ganz deutlich diese charakteristische Keule nach Nordwesten hin, die mit den Emissionen und Wetterdaten am 15.03. direkt verknüpft ist.
Ebenfalls sehen Sie eingezeichnet die verschiedenen Evakuierungsradien um die Anlage herum. Und Sie sehen sozusagen, wenn Sie dieses vergleichen, sozusagen wird sofort deutlich, sozusagen so, ja, wenn aus mehr Informationen vorhanden oder wahrgenommen worden wären, hätte Evakuierung sozusagen auch deutlich anders, der Schwerpunkt hätte gesetzt werden müssen. Wie gingen die Maßnahmen weiter? Am 29.03. dann sozusagen als Reaktion auf diese Karten, auf diese Messungen auch Empfehlungen, im Haus zu verbleiben, zunächst in anderen Orten außerhalb der 30-Kilometer-Zone. Die war bis dahin völlig, absolut nicht im Fokus gewesen. Wiederum einen Monat später sind dann regierungsseitig sozusagen für die längerfristigen Umgang mit der Expositionssituation Regeln erlassen worden, die zwei wesentliche Aspekte hatten, nämlich es wurde festgesetzt, ein langfristiger Wert durch das Cäsium maximal von 20 Millisievert, also ein Fünftel der Einreifrichtwerte, die wir in Deutschland hätten, zu akzeptieren. Diese alle Gebiete, in denen aufgrund der Hubschraubermessung dieser Wert überschritten war, sozusagen, die ebenfalls als, ja, es ist dann so, als freiwillige Evakuierungsgebiete formuliert worden. Diese sind aber de facto evakuiert worden. Die Gebiete zwischen 10 und 20 Millisievert wurden deklariert als Gebiete, in denen sich die Bevölkerung auf eine Evakuierung vorbereiten sollte und damit rechnen sollte, dass diese gegebenenfalls sehr schnell kurzfristig evakuiert werden sollten. Dieser Status, der als zweite genannte Gebiete, ist dann Ende September aufgehoben worden. Das sieht so aus. Ja, ich habe langsam angefangen. Wir brauchen jetzt nicht zu diskutieren, das frisst nur Zeit. Sie sehen die heutige Situation hier. Wir haben nach wie vor die evakuierte Zone. Diese Prognose fällt mir nicht weiter schwer, wird auch langfristig evakuiert bleiben. Und Sie sehen in Rot, Pink sozusagen, dieses sind die Gebiete, in denen sozusagen die freiwillig evakuierten Gebiete. Und dann sehen Sie noch einzelne Orte, einzelne Punkte, Stecknadeln in Grün. Dieses sind Ortschaften, die außerhalb der flächigen Gebiete sind, in denen die 20 Millisievert ein Jahre Folgedosis ebenfalls überschritten worden ist, in denen bis heute ebenfalls die Bevölkerung evakuiert ist. Ja, was bleibt an offenen Fragen? Wir wissen bis heute nicht, wie viele kurzlebige Radionuklide emittiert worden sind, sozusagen, die auch zu der Exposition in den ersten Tagen massiv haben beigetragen haben. Wir wissen wenig über die Emission von Strontium-90 und Plutonium. Wir haben einzelne Messdaten, dass das Grundwasser um Fukushima herum ebenfalls massiv kontaminiert ist. Dazu gibt es aber viel zu wenig Informationen, inklusive Abschätzungen sozusagen, Ausbreitungsrichtung, Transport der Nuklide mit dem Grundwasser. Wir wissen ebenfalls nicht, sozusagen, ich habe Ihnen nur über die angeordnete Evakuierung erzählt. Wir wissen nicht, wie viele Personen freiwillig wann sich selbst evakuiert haben oder nicht. Also die reale Strahlenexposition natürlich auch davon abhängt, sozusagen, weil dieses kann positiv gewesen sein, aber an zwei Tagen sozusagen kann es auch eher negativ gewesen sein, dass Personen dann tatsächlich sich in massive atmosphärische Konzentrationen möglicherweise in Gebiete dann reingeraten sind. Das für mich drängendste Problem aus Strahlenschutzsicht ist die Frage sozusagen so der möglichen Folgen Jodaufnahme durch Kinder. Hat de facto keine Jodprophylaxe vorgelegen, die ein Großteil der kurzlebigen Nuklide, von denen wir nichts wissen, sind Jodisotope sozusagen. Und eine der massivsten Konsequenzen des Tschernobyl-Unfalls war zu sehen, sozusagen, wie viel höher das Risiko ist, für Kinder an Schilddrüsenkrebs zu erkranken, als es sozusagen vorher allgemein angenommen worden war. Dieses ist radiologisch gesehen, aus Gesundheitsgesichtspunkt gesehen, was Bevölkerungsschutz angeht, für mich die,
die drängendste Frage. So, und jetzt noch ein notwendiger Schlusssatz. Was ich Ihnen dargestellt habe, bitte interpretieren Sie es A nicht so, sozusagen, wie schaurig schlecht war die japanische Regierung. Sozusagen so. Bitte nehmen Sie bei einer Beurteilung dieser Situation immer die Folie mit in den Blickfeld des Erdbebens, des Tsunamis, sozusagen der Zerstörungen dort vor Ort, des Ausfalls sämtlicher Kommunikationseinrichtungen. Sozusagen, es hat zwei Satellitentelefone gegeben zwischen Tokio und Fukushima, sozusagen, die ersten zwei Tage überhaupt funktioniert haben. Sozusagen, nehmen Sie das bitte bei der Beurteilung ebenfalls, vergessen Sie es nicht. Zweitens, dieses soll kein Plädoyer dafür sein, dass nuklearer Notfallschutz und unsere Planung, dass die umsonst sind, dass die sowieso nichts bringen werden. Das ist aber eine gute Illustration, sozusagen, mit welchen Randbedingungen man rechnen muss. Und das ist für mich ein ganz klares Plädoyer als jemand, der in diesem Geschäft massiv beteiligt ist, aufzuhören mit diesen niedlichen, gut geplanten Übungen, in denen das Drehbuch zwei Wochen vorher feststeht, in denen natürlich nur die Bürozeiten von Dienstag bis Mittwoch genommen werden und in denen die Presseerklärung, dass die Übung erfolgreich war, schon vorbereitet war, sozusagen, so, und in denen es auch eine Urlaubssperre gibt, damit es bloß nichts Unvorbereitetes ergibt. Wir müssen zu einer Situation kommen, in denen wir Übungen machen, sozusagen, die genau diese Art von Realität mit einbeziehen. Sonst ist das Risiko groß, dass wir uns in der falschen positiven Sicherheit wiegen. Vielen Dank. Vielen Dank für den detaillierten Vortrag. Ich möchte gern erstens darauf hinweisen, es gibt zu den Gesundheitsfolgen, möglichen Gesundheitsrisiken später noch einen Vortrag. Das ist das eine, darauf wollte ich hinweisen. Zum Zweiten wollte ich fragen, ob es jetzt dringende Verständnisfragen gibt. Da hinten gibt es eine. Ja. Ich muss Ihnen das Mikro geben. Nein, einen Moment, ich muss Ihnen das Mikro geben, weil sonst hören die Leute nebenan nämlich nichts von dem, was Sie fragen. Sie haben so viele offene Fragen zum Schluss noch. Was könnte helfen, diese Fragen zu beantworten? Also, wir können Emissionen können wir rekonstruieren. Das ist ein Teil der Arbeit, in den ich selbst derzeit involviert bin. Wir können über zusätzliche Messungen, wir können herausbekommen, wie hoch die Emissionen Strontium und Plutonium waren. Insbesondere mit dem Abwasser kann dieses ein reales Problem sein langfristig. Wir werden nicht mehr herausbekommen, sozusagen, wie hoch die Strahlenexposition der Bevölkerung tatsächlich war, sozusagen einfach, weil das voraussetzen würde, dass man wirklich jede einzelne Person, jedes Kind genau rekonstruiert, wann es wo war und auch in einem Detaillierungsgrad, jetzt was eine örtliche Auflösung angeht, auch rekonstruieren kann, wann denn welche Emissionen mit welcher Konzentration wo vor allem in der Atemluft vorhanden gewesen sind. Es ist vorbei. Dankeschön. Noch eine dringende Frage? Kurz bitte. Ja, also ich bin nicht ganz so pessimistisch, was die Rekonstruierbarkeit betrifft. Natürlich hat alles irgendwie eine Genauigkeitsgrenze, das ist schon klar. Und die darf man jetzt nicht sozusagen zu hohe Erwartungen richten. Aber wenn man eine formale inverse Modellierung macht, so wie wir das getan haben, und entsprechend hoch aufgelöste meteorologische Felder auch zur Verfügung hat, und das kann man sich alles erarbeiten, wenn man genügend Zeit und Geld hat, dann kann man um einiges mehr machen, als bisher gemacht wurde. Und nach meinem Wissensstand ist das, was da mit Speedy gemacht worden ist, war ja keine formale Inversion, und sie haben ja nur ungefähre Tagesmittel der Emission abgeschätzt etc. Natürlich, wenn man auf der Ebene sich bewegt, dann bleibt das Ganze sehr grob, aber man ist nicht an diese Ebene gebunden. Gut, kurze Erwiderung.
Ja, das sagen mir meine Modellierer auch. Aber das ist genau der Unterschied zwischen jemandem wie mir, der aus der Praxis kommt, und denen sozusagen, die vor allem mit Modellierung zu tun haben, dass einfach wir diese Diskrepanz sozusagen, was den Optimismus angeht, einfach stehen lassen müssen.